Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo. Die geheimnisvolle Kiste. Was für ein schöner Tag heute doch ist. Die Sonne scheint, die Apfelbäume blühen und duften. Die kleine Ente Annie schnuppert an den Apfelblüten. »Ach, was für ein Frühlingslüftchen«, ruft sie. Sie möchte einen Morgenspaziergang mit ihren kleinen Entenschwestern machen. Doch was steht da auf der Wiese neben dem Ententeich? Annie bleibt verdutzt stehen. Es ist eine Kiste. »Na nu, was machst du denn hier?«, fragt sie die Kiste. Doch die sagt natürlich nichts. Annie geht einmal um die Kiste herum und streicht mit ihren Flügeln darüber. Die Kiste ist beige und aus Pappe. Sie ist ein bisschen größer als Annie, deshalb kann sie nicht hineinschauen. Annie schüttelt den Kopf. Was soll dieses Ding bloß hier? Da kommt ihr Freund Mo, der kleine Bär, angerannt. Er gibt Annie ein Küsschen auf die Stirn. Er sieht die Kiste natürlich auch sofort. »Was hast du denn hier?«, fragt er Annie. Annie zuckt mit ihren Schultern. »Die war schon da. Ich weiß auch nicht, was in der Kiste ist.« Mo schleicht leise um die Kiste herum. Erst einmal und dann noch einmal. Wer weiß, wer da drin steckt. Aber er hört nichts. Dann atmet er tief ein und streckt sich. Er macht sich ganz groß. »Sei vorsichtig«, ruft Annie, »nicht, dass darin ein Gespenst wohnt.« Sie gruselt sich ein wenig. Mo will mutig sein. Er streckt sich und schiebt den Deckel zur Seite. Er spitzt vorsichtig hinein und schaut Annie ratlos an. »Und?« will sie wissen. »Und? Und? Sag schon!« Annie ist ja so neugierig. Ihr Herz klopft so schnell wie ein Trommelwirbel. Was da wohl für ein Geheimnis in der Kiste steckt? Ist es gefährlich?«, fragt Annie. Mo schüttelt den Kopf. »Nein, das ist es nicht.« »Kann man damit spielen?«, fragt Annie. »Vielleicht ist ja ein Ball in der Kiste.« Mo schüttelt den Kopf. »Ist da etwas zum Fahren drin?«, fragt Annie. »Vielleicht ist da ein Laufrad drin oder ein kleines Fahrrad. Das wäre toll.« Aber Mo schüttelt schon wieder den Kopf. Er lässt sich neben Annie plumpsen. »Da ist gar nichts drin. Die Kiste ist leer«, gesteht der kleine Bär enttäuscht. Er hatte sich doch auch so auf das Geheimnis in der Kiste gefreut. Er schnieft einmal. »Was sollen wir denn mit einer leeren Kiste machen?«, jammert er. Annie klatscht und ruft, »Toll, dann wird das jetzt unsere geheimnisvolle Kiste.« Mo runzelt die Stirn. Annie lacht ihn an. »Die Kiste könnte unser kuscheliges Bettchen sein.« Da grinst Mo. Er schläft sehr gerne. Und in diesem Bett könnte er sich richtig einmummeln. »Oder die Kiste wird unser geheimes Häuschen, wo wir unsere Freunde einladen können.« Mo nickt eifrig. Das wäre auch eine tolle Idee. Ein Häuschen für einen Kaffeeklatsch mit dem Igel und dem Dachs. »Oder die Kiste wird unser Anhänger, mit dem wir verreisen«, ruft Annie freudig. Mo hält einen Daumen in die Höhe. »Wir machen alles«, sagt er. Und so spielen Annie und Mo den ganzen Tag mit ihrer geheimnisvollen Kiste. Erst legen sie viele Blätter und Moos hinein, damit es weich wie ein Bettchen wird. Dann ziehen sie die Kiste zum Waldrand und suchen sich unter den Birken ein schönes Versteck für ihr neues Häuschen. Und als sie keine Lust mehr haben, reisen sie mit der Kiste zum Dachsbau und laden den kleinen Dachs zum Tee ein. Was für ein Glück, dass sie die Kiste gefunden haben. Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr.
und gehen beide erstmal los. Dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso. Sei dabei bei Annie und Mo.